Ja, hallo liebe Freunde zu unserem neuen Film, mittags heute YouTube Cargold. Das hier ist die Sportwagen-Ikone schlechthin. Also Mercedes 300 SL ist vom Image, von der Form, von allem drumherum, von der Geschichte, von der Historie, glaube ich, bis heute nicht getoppt worden. Das ist für mich einer der Sportwagen überhaupt, ein wunderschönes Fahrzeug. Und so einen haben wir jetzt wieder bekommen. Und da haben wir uns einfach gedacht, den fahren wir jetzt mal, das zeigen wir euch mal, wie der wirklich losgeht. Also die Technik ist gemacht worden bei Kienle, ganz interessant. Also Kienle ist ja dafür bekannt, dass sie den Qualitätsbegriff in der Oldtimer-Szene etabliert haben, als einer der ersten ab 1984. Und da die Maschine bei Kienle gemacht wurde, weiß ich, das ist hier wirklich ein gutes Auto. Also, legen wir mal los. Ich habe selber vor 30 Jahren Mercedes 300 SL gehabt in Silber. Das war noch die Zeit, wo ich noch in Hamburg gewohnt habe. Da sind die Preise hochgegangen auf 800.000 und ein Vierteljahr später waren sie dann bei 250.000. Das war so die erste dicke Welle, die es gab. Und danach haben sie sich aber wiederholt, weil ein 300 SL ist ein legendäres Auto, wird es immer bleiben. Das ist sowas wie die Leitwährung in der Oldtimer-Szene. Und 300 SL ist ein Wagen, der ist absolut der klassische Supersportwagen überhaupt. Die sind gebaut worden von 1957 als Roadster bis 1963, also 6 Jahre lang. In der Zeit hat man 1800 Autos gebaut. Und vorher, also ab 1954 bis 1957, gab es das Auto auch als Flügeltürer, aber noch schwerer zum Aus- und Einsteigen, dann total heiß und hat einen Lärm gemacht ohne Ende. Und was ich hier eben gerade gesehen habe an dem Wagen, der hat vorne rechts einen Kienle-Aufkleber. Und die sind ja dafür bekannt, dass sie hervorragende Arbeit machen. Und das merke ich sofort beim Fahren. Das Auto selber, Karosserie, Lack, ist alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber das ist ein totaler Driver und die Maschine läuft seidenweich. Also wir haben es fotodokumentiert, dass der Motor überarbeitet wurde in 2007. Seitdem ist er ein paar tausend Kilometer gefahren worden, das Auto ist früher mal nach Panama ausgeliefert worden, also Mittelamerika, hat er die ersten Jahrzehnte seines Lebens verbracht, kam dann nach Deutschland und ist dann halt eben restauriert worden, durch verschiedene Hände gelaufen. Also ich würde mal sagen, das Auto hat einen durchschnittlichen Zustand, aber wenn man so einen Wagen hat, dann stellt man sich entweder geleckt und geputzt in die Antenne oder in die Scheune oder in die Tiefgarage oder man sagt sich, ich will ein Auto haben, wo ich einfach nur mit fahre. Ich will eine Fahrmaschine haben, da gibt es auch viele. Und so eine Fahrmaschine ist das hier. Da muss man nicht aufs Detail achten, man fährt ihn einfach. Und ich kann euch nur sagen, also laufen tut die Maschine allererste Klasse. Der verschluckt sich nicht, der spotzt nicht, gar nichts. Der läuft seidenweich, so wie man das halt eben von der technischen Kienle-Arbeit auch gewöhnt ist. Tolle Arbeit, spüre ich sofort. Ich habe von dem Auto ungefähr 100 Stück verkauft und ich sage mal 80% laufen rumpelig und ruppelig, tut dieser hier überhaupt nicht. Und wenn der nachher, der hat ja 11, 12 Liter Kreislauf Motoröl, wenn das ein bisschen warm ist, dann treten wir auch mal drauf. Es dürfte aber heute schnell erreicht sein, weil wir 31 Grad haben. Muss ein bisschen aufpassen, 300 SL ist nicht unbedingt hitzebeständig. Also jetzt Vollgas 240 fahren auf die Autobahn würde ich nicht machen, aber muss ich mal vorstellen, 1957 war das möglich, also er ist Baujahr 59. Die Autos sind bis 240 Stundenkilometer schnell gewesen, deshalb auch dieser 270 Stundenkilometer Tacho hier. Das hat es ja bei Mercedes vorher und nachher so überhaupt nicht mehr gegeben. Also das ist eine richtige Rennmaschine und der vermittelt einen riesen Fahrspaß, nur er hat Trommelbremsen. 59 gab es noch keine Scheibenbremsen, die gab es erst ab 1961. Ja, und da ging es dann natürlich richtig zur Sache. Auto ist von den Motorleistungen seinem Fahrwerk weit überlegen und dementsprechend muss man so einen Wagen vorsichtig bewegen. Also nur der wirklich gut fahren kann, der kann sich hier auch reinsetzen und richtig Gas geben. Ansonsten ist das lebensgefährlich. Der hat ja ungefähr 220 PS.
Und wenn man da die Abstände nicht richtig einschätzt und bei den Trommelbremsen gut drauf steht, selbst wenn sie gut eingestellt sind, man kann damit gut bremsen. Aber ganz viele dieser Autos hatten vorne einen Knall. Das kann man auch meistens erkennen. Und ich sag mal, ich habe die Befürchtung, unser Auto ist auch mal irgendwo gegengefahren. Da gibt es auch Details, die man so ein bisschen entdeckt. Aber noch einmal, das Auto ist 60 Jahre alt. An so einem Auto ist meistens immer irgendwas und es ist keine komplette Neurestaurierung. Der ist aber technisch gemacht worden. Und technisch läuft der Wagen wirklich toll. Der schaltet sich gut, der rührt nicht komisch rum. Hier, das hat man oft, dass die Führung nicht mehr in Ordnung ist bei dem Wagen. Auch Bremsen tut er vorzüglich. Finde ich absolut in Ordnung. Ab 4000 Umdrehung brüllt der richtig los. Also das ist ein richtiger Sportwagen, tolles Auto. Und der hier, der läuft richtig gut. Der schaltet sich auch gut, der bremst gut. Man muss halt nur immer wissen, hier bewegt man 1,4 Tonnen Supersportwagen der 50er Jahre. Und den muss man gut im Griff haben, braucht eine gute Lenkung. Das hat er übrigens auch. Also man spürt, dass hier eine gute Firma dran gewesen ist. Die haben ihren Job hervorragend gemacht. Also laufen tut der erste Klasse, er hat einen absoluten super Sound, der Wagen. Der bremst gut, der schaltet sich gut, der lenkt gut. Guck mal, hier ist der Blinker drin, das ist rechts, ist nach da und links ist nach hier. Haben die damals sehr, sehr schön gelöst übrigens. Man sieht auch jetzt hier, Öldruck ist voll da, trotz der Wärme. Vorne links ist Wasser, rechts ist Öl, könnt ihr sehen, Öltemperatur kriegt er jetzt auch die 11 Liter. Und hier Tank ist halb voll. Also auch die Instrumente, der ist hier zwar ein bisschen bäulig und so, das ist halt das erste noch, das Original. An dem Auto würde ich gar nichts machen. Und dass er vorne mal wo drauf gerutscht ist, meine Güte, da ist halt mal ein Unfall passiert die letzten 60 Jahre. Das ist dann halt so. Laufen tut er toll. Begeistert mich das Auto absolut. Ja, noch ein bisschen Erklärung zum Interieur. Hier vorne ist der Rückspiegel schön in Chrom, toll positioniert. Man kann sehr gut nach hinten gucken. Dann hat er hier vorne das Becker Mexiko Radio. Er hat die schöne cremefarbene Schlinge. Das Auto hatte aber mal eine andere Farbe. Dieses Rot-Creme, was er jetzt hat, ist nicht die Auslieferung. Ich meine, er ist schwarz mit blauem Leder oder irgendwie so gewesen. Da müssen wir nochmal genau nachgucken. Maschine, also was ich jetzt sagen kann, das ist eine super Fahrmaschine. Wer Lust hat, Mercedes 300 SL zu genießen, wie er sich gehört und richtig gut fahren, das ist mit dem Auto hier möglich. Muss ich wirklich sagen, also er gehört vom Fahren zu den 10 besten oberen 10 von 100, die ich verkauft habe. Ich habe so 100, 120 dieser Autos verkauft in meinem Leben, weiß also, wie ein 300 SL fährt. Der schaltet sich klasse, der bremst hervorragend. Er lenkt sich gut, da ist nichts ausgeschlagen und die Maschine ist erste Klasse. Das weiß ich von Kiel-Motoren, die wissen, was sie machen. Laufen tut er super. Kann man nicht anders sagen. Man sieht das auch hier in den Instrumenten, er zieht toll hoch. Er wird nicht heiß, der Öldruck ist ganz oben. Obwohl wir außen, wir haben gerade 32 Grad Außentemperatur. Also muss man sich vorstellen, dafür läuft ja klasse, der Wagen. Das ist ein wunderschönes Auto. Ja, hier vorne kann man es auch noch mal sehen. 300 SL prangt da in großen, wunderschönen designten Lettern auf dem Handschuhfach. Das ist die originale VDO-Uhr hier vorne. Auch sehr, sehr schön. Das ist übrigens hier die Benzinpumpe, wenn man den startet. Immer diesen Knopf ziehen. Da muss man den so 10, 20 Sekunden laufen lassen. Und dann läuft der Motor richtig. Meistens verschluckt er sich am anderen ein bisschen. Das Auto hat ja ein Gitterrohr ran und eine Rennmaschine. Der Motor ist ja zum Autorennenfahren gefahren worden oder gebaut worden. Das ist eigentlich nichts für jeden Tag. Und es bedarf also wirklich hervorragender Motorenbaukunst, um das so toll zu restaurieren wie dieser hier. Läuft wunderschön, aber man hört das auch. Also wer so ein bisschen weiß, wie eine 300 SL-Maschine laufen muss, der kann hier erkennen, das Auto läuft gut. Wie gesagt, es gibt so einen Wagen für 1,5 oder 1,6 Millionen, wenn er top restauriert ist. Aber wenn man sagt, ich will super fahren,
Unser Auto liegt ein bisschen knapp über 1 Million, der ist preislich interessant. Dafür erhält man einen ganz tollen Gegenwert und man hat einen der legendärsten Supersportwagen der Zeitgeschichte. Das muss man beim 300S sagen, hat einer der schönsten Formen, ausgewogen, ausgeglichen, super elegant. Und hört euch das an, wie der brüllt. Das ist so ab 4000 Umdrehungen brüllt er wie ein Löwe. Ich kann das jetzt hier nicht wegen der starken Kurven, muss man ein bisschen aufpassen. Aber das Auto fasst einen an, das fasziniert einen. 300 SL zu fahren, der gut in Ordnung ist, gibt es nicht übermäßig viele. Ich habe schon Autos gehabt, die waren voll restauriert, bloß gelaufen sind sie nicht richtig. Der läuft super hier, absolut super. Also da seid ihr herzlich eingeladen zu einer Probefahrt. Wer sagt, das ist mein Auto, ich möchte gut fahren damit, kommt uns besuchen in Oberbayern, Beuerberg am Sippsee. Er kann das, was er können muss. Drehen wir nochmal über 4000 Umdrehungen, dass man mal diesen Sound hört. Da ist die Kurve, lass mal lieber. Ja, Kraft hat er im Überfluss. 6 Zylinder, 3 Liter Hubraum. Dafür war das ein Überauto zu dieser Zeit in den 50er Jahren. Da gab es nichts Schnelleres. Da sind die meisten Autos 100 oder 110 gefahren, mehr nicht. Und er braust ja nun richtig los hier. Yes. Boah, dieser Sound, was? Wie sagt man so schön, geile Karre, echt. Macht Spaß. Verbraucht so 15 bis 20 Liter, wenn man Vollgas fährt, vielleicht auch über 20. Aber ich glaube, das muss man hier so sehen, wenn er leer ist, wird er voll gemacht. Man fährt ja so einen Wagen keine 10.000, 20.000 Kilometer, sondern deutlich weniger. Das ist halt eben mal so richtig Spaß haben, begeistert sein. Das war aus Versehen. Das war übrigens die Hupe. Die ist hier. Wenn man da drauf drückt, hupt der los. So. Wieso lasst du? Soll das so sein? Na? Ist das so? Nee, ja, zwei Hupen übrigens. Ja, die in der Mitte. Ah, macht ja richtig Spaß mit dem Ding. Ne? Ist nur ein bisschen warm. Also eins kann ich euch sagen, 300 SL fahren. Ihr müsst euch immer dünn anziehen, weil der Wagen hat eine riesige Abwärme. Ja, macht auch Spaß durchzuschalten. Also das ist ein richtig fahraktiver Wagen. Da weiß ich, wieso ich meinen Job mache und da weiß ich, wieso ich Auto fahren, warum ich da so eine Freude habe, was einfach toll ist. Es fordert einen Mann und einen Menschen und, oh guck mal, hier gemähte Wiese. Wollen wir da drauf fahren? Das sieht doch bestimmt geil aus hier. Ja. Da hochfahren? Ja. Oder? Das ist doch ganz, ganz großes Kino hier, ne? Ja, hier ist unser Mercedes 300 SL von 1959. Hier sind die Kotflügel. Er muss hier vorne mal irgendwo einen Crash gehabt haben. Das ist zwar alles repariert worden. Ich sag mal, Lackzustand, der ganze Karosseriezustand des Autos ist schon mal lackiert worden. Das Spaltmaß, das geht alles durch hier, sage ich mal. Auch der Lack geht durch. Ich würde an dem Wagen gar nichts machen. Ich würde ihn lassen, wie er ist. Er hat die schönen, wertvollen deutschen Lampen. Die gab es ja auch in US-Ausführung. Finde ich nicht so schön. Dann hatte er hier vorne den Grill. Der ist original, auch in einem vernünftigen Zustand alles. Hier vorne der Fensterrahmen, auch in einem guten Zustand. Übrigens das klassische Erkennungsmerkmal für einen 300 SL. Das sind die Kiemen an der Seite. Also der Wagen macht ja eine riesen Abwärme. Da brauchte man eine Möglichkeit, um diese Abwärme aus der Maschine abzuleiten, vorne aus dem Motorraum. Und auch die Türen, das sitzt hier alles ganz anständig. Es sitzt nicht perfekt. Das ist für mich ein befriedigender Zustand, durchschnittlicher, ordentlicher Zustand. Das ist eine reine Fahrmaschine. Wer sagt, ich habe ein bisschen Geld übrig, möchte ich vielleicht sogar sicherer anlegen als in der Immobilie. Beim 300 SL ist das immer richtig und gut investiert. Jetzt zeige ich euch mal die 300 SL Rennmaschine. Hat übrigens auch, das haben wir noch nicht gemacht, Chromfelgen, war ein großes Aufpreis, hat viel, viel Geld gekostet. Das muss hier aber noch sauber gemacht werden. Wir haben den Wagen gerade bekommen und haben gesagt, wegen des guten Wetters fahren wir sofort. Er hat so ein paar Detailfehlerchen, auch im Interieur.
Das sind zwar die Original 300 SL-Sitze, aber die Perforierung ist hier nicht ganz richtig. Die gehört anders. Wen stört, das kann man ändern. Das kostet jetzt auch nicht ein Vermögen, weil das nur hier die Fläche ist und da drüben die. Man kann es aber machen, wenn man möchte. Man kann es aber auch lassen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich kenne diverse Kunden, die Autos richtig fahren über Jahrzehnte, haben eine Riesenfreude damit. Und ich bin der Meinung, so ein Auto gehört auch wirklich bewegt. Ja. Ja, hier ist die 300 SL-Maschine, das sieht sehr sauber und sehr ordentlich aus, kann man hier vorne auch sehen. Auch die Dichtlippe hier vorne, die oft kaputt ist oder wenn man dann guckt, ob ein Motor wirklich ordentlich gemacht hat, die ist neuwertig. Man sieht also, vor 15, 16 Jahren bei der Firma Kienle gemacht. Das hat einen hervorragenden Stand und genauso wie das hier aussieht, ist die Einspritzanlage übrigens hier, mechanische Einspritzung. Genauso fährt er auch. Er fährt wirklich gut. Man sieht auch, dass hier überall dran gearbeitet wurde. Also technisch finde ich den Wagen wirklich beeindruckend. Und wie gesagt, wenn einer richtig Lust hat, ein tolles Auto zu fahren, der auch richtig Dampf hat, der läuft ja deutlich über 200, der ist mit dem Wagen super angezogen. 6 Zylinder, 9,5 Sekunden von 0 bis 100, 1,4 Tonnen Gewicht. Einige Teile sind aus Aluminium, die Türen, die Haube, hinten der Deckel. Ja, mal ganz davon abgesehen, das ist ein 300 SL immer eine Top-Geldanlage gewesen. Ich habe, als ich angefangen habe, 1986, 87, da hat so ein Wagen 140, 150.000 Mark gekostet. Und ihr wisst ja selber, wo die heute stehen. Die waren zeitweilig bis auf 2 Millionen hoch. Dann sind sie wieder ein bisschen durchgesackt, wie im Moment auch die Immobilien ein bisschen runtergehen. Aber relativ stabil. Also ein 300 SL in der Garage zu haben, das ist schon ein großes Kino. Finde ich auch einen tollen Wagen. Ich meine, schaut euch mal diese Linienführung an. Die ist doch irre. Dieser tolle Kofferraum hinten. Dann diese wunderschönen Türen, die Seitenlinien hier vorne. Es ist alles total harmonisch designt. Ja, die Rücklichter sind etwas anders als beim Flügeltürer. Die waren da sehr viel kleiner. Das sind die 300 SL Roadster-Leuchten. Die sehen so aus. Dann, das ist auch original, diese riesige Auspuffhülle mit den Hörnern. Das war richtig so beim 300 SL. Stoßstangen sind in einem guten Zustand. Der Chrom ist gut. Kienle hat an dem Auto gearbeitet. Das ist alles fotodokumentiert. Also da hat man sich mit dem Wagen richtig befasst. Kienle hat für mich den Qualitätsbegriff in der Oldtimer-Szene begründet. Ist bis heute eine hervorragende Firma. Schaut mal hier, da war die Maschine auseinander. Und wenn man das hat, so sieht das aus. Seitdem ist er auch nicht ewig viel gefahren und man merkt, wie der läuft, wirklich toll. Also da ist sehr dran gearbeitet worden von Leuten, die wissen, was sie tun. Das ist alles mit dabei. Dann gibt es diverse Gutachten zum Auto, Fahrzeugbewertung, Unterlagen, Auslieferungsschein. Hier 9.1.59 kann man sehen. Gummi dunkelblau, Polster lederblau, Radio Becker Mexiko hat er drin, Coupé-Dach schwarz montiert, haben wir das? Nee, das Dach ist irgendwie mal abhanden gekommen. Jetzt steht aber da nicht die Außenfarbe. 050 ist beige, weiß. Ja, 40 ist schwarz. 50 ist Elfenbein, also weiß. Ja, schön dokumentiert alles. Bei der Firma HK ist er auch mal gewesen. Das ist Hans Kleißel, die machen natürlich auch toll 300 SL, gar keine Frage. Auch eine hervorragende Adresse. Das Auto ist also bekannt, ist ordentlich gewartet und ich kann euch jetzt aus der Erfahrung eben gerade sagen, laufen tut er wirklich hervorragend. Jetzt noch mal eine ganz wichtige Erklärung überhaupt, weshalb ist das Auto so legendär. Das ist der Punkt, wie man ihn gebaut hat. Das Auto hat einen Gitterrohrrahmen, ein völlig irres Konstrukt. Das kann euch Paul nachher mal kurz zeigen im Motor. Das heißt, habt ihr vorhin auch schon gesehen. Da ist dann da die Karosserie draufgespannt. So ein Wagen hat damals, ist mittlerweile gut 60 Jahre her, 32.000 Mark gekostet. Das war ein Irrsinnspreis. Da gab es damals Häuser dafür. Aber ein 300 SL ist so komplex gebaut. Der Gitterrohrrahmen, das ist ein Rennrahmen aus Gewichtsgründen unter anderem, aus Stabilitätsgründen. Ja, und 32.000 Mark war eben nicht gerade wenig Geld seinerzeit. Und das ist auch der Grund, wenn so ein Wagen heute restauriert wird, da sind sofort 500.000 Euro weg, sofort.
Und man hat dann aber auch nur ein restauriertes Auto. Und da ist dann halt die Frage, was ist wichtiger oder besser? Also hier ist das alles gemacht. Der ist vor Jahren mal restauriert worden, aber die Technik ist gut. Und für meine Begriffe, das ist entscheidend. Ich kenne viele 300 SL, die gemacht wurden. Die laufen nie richtig, bis zum heutigen Tage nicht. Und das ist besser, ein richtig toll gemachtes Auto zu haben, der wirklich läuft. Und das tut er hier. Ja, das war heute unsere 300 SL Rundfahrt bei 32 Grad. Also ich kann euch sagen, es ist wirklich heiß in dem Auto. Man muss eigentlich immer über 100 fahren, damit man es ertragen kann. Aber 32 Grad hat es ja auch nicht jeden Tag. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Gucken hier mit unserem 300 SL-Fahrt, mit unserer 300 SL-Fahrt, und dann bis zum nächsten Film. Machen wir morgen übrigens ein SLR, praktisch sein Enkel, den könnt ihr euch morgen angucken. Alles Gute, bis dahin und ciao.